Das bestimmte Thema ist heute einmal mehr der Crash der Kryptowährungen und die Frage ist jetzt, hat das irgendwie vielleicht doch einen Zusammenhang mit den Aktienmärkten? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Kommen wir erstmal zu diesem Krypto-Crash. Bitcoin fast schon auf der 9000er Marke, Ethereum deutlich unter 900, hat mit der 800er Marke zu kämpfen gehabt, etc. Ripple unter einem Dollar und. Also da ist eine Menge wieder passiert und seit dem 7. Januar haben damit die Kryptowährungen 400 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren, also das in nicht einmal zwei Wochen. Das ist ein Verlust an Marktkapitalisierung von 40%, das muss man sich mal vorstellen. Und die Frage ist jetzt, naja, was hat das denn mit den Aktienmärkten zu tun? Und da könnte es durchaus einen Zusammenhang geben, das hat im Mindesten die amerikanische Großbank Wells Fargo gesagt, und zwar mit dem Argument, schaut her, da ist praktisch ja ein völlig neuer Markt entstanden, der immer mehr sich verzahnt mit vielen Unternehmen, vor allem aus dem Tech-Sektor, und deswegen sagt Wells Fargo, wenn dieser Crash weitergeht, und zwar jetzt nicht nur zwei Tage, sondern wenn wir wirklich jetzt praktisch so ein Wipeout, totalen Abverkauf, der sich über Wochen hinziehen würde, bekommen würden, dann würden das vor allem Tech-Aktien spüren, denn viele Anleger wüssten gar nicht, wie viel Exposure, also wie viel Anteil sie praktisch schon an Kryptowährungen respektive an deren Technologie haben, wenn sie zum Beispiel Tech-Aktien halten, und vor allem sind es dann Finanzwerte, die in zweiter Linie dann unter Druck kommen würden. Also man sollte vielleicht schon, wenn diese Worte stimmen, von Wells Fargo ein bisschen hingucken, sollte schauen, stimmt da etwas nicht. Schließlich ist der Anstieg etwa von Bitcoin ja noch parabolischer gewesen als etwa bei den US-Aktienmärkten. Da ist durchaus eben eine Liquiditätsparty am Laufen gewesen, die sowohl die Aktienmärkte in den USA erfasst hat, als auch die globalen Kryptowährungen. Aber da ist jetzt ziemlich der Wurm drin, und das aus mehreren Gründen. Das erste natürlich Südkorea, mögliches Verbot des Handels von Kryptowährungen, dann gestern Wladimir Putin, der gesagt hat, ja, wir müssen die Aufsicht über diesen Kryptohandel verstärken, dann haben wir die Schließung der Plattform BitConnect in den USA, die viele als eine Art Ponzi-Schema tituliert haben, wie zum Beispiel der Gründer von Ethereum, dann haben wir verstärkte Bemühungen offenkundig von China, hier einen Riegel gegenüber dem Kryptowährungshandel vorzuschieben, also hier die Sache deutlich zu erschweren, schon weil der Stromverbrauch eben teilweise gigantisch ist. Dazu kommt, dass in Asien ja bald das Neujahrsfest ansteht, wird noch ein bisschen dauern, ist im Februar dann, aber da ist vielleicht ein Muster im Gange, dass wir bei Gold auch oft sehen, dass vor dem Neujahrsfest Gold gefallen ist und nach dem Neujahrsfest in China zum Beispiel dann Gold wieder gestiegen ist, einfach weil möglicherweise viele Asiaten, und dieses Neujahrsfest wird ja in ganz Asien eigentlich gefeiert, also auch in Südkorea, das ja für den Handel sehr wichtig ist, auch in Japan, das für den Handel sehr, sehr wichtig ist, und eben in China, dass dann eben möglicherweise erstmal viele ihre Positionen realisieren, die auf Gewinnen sitzen, die jetzt möglicherweise Verluste haben, man will Geschenke verteilen, muss reisen am Neujahrstag dann im Februar, deswegen könnte sozusagen, da sich das Muster wiederholen, dass wir am Goldmarkt gesehen haben, und möglicherweise später dann die ganze Geschichte wieder nach oben laufen. Aber das muss man abwarten. Die US-Aktienmärkte sind, naja, ein bisschen nach oben gelaufen. Es ist noch nicht der wirkliche Konter, den sich die Bullen erhofft hatten. Nach diesem Key Reversal, nach dieser Umkehr, die wir gestern an den US-Aktienmärkten gesehen haben, die größte Umkehr seit fast zwei Jahren, und das ist ziemlich überraschend gekommen, damit hat keiner so wirklich gerechnet, weil die Euphorie so groß war. Wir sehen neue Euphorie, Höchstwerte, Investor Intelligence, also praktisch die Stimmung bei US-Börsenbriefen, wir sehen Indikatoren nach wie vor am Anschlag und, also es ist ja viel Grund hier für eine Korrektur, wenn sie denn kommt, wenn sie kommt, ich hatte das mehrfach schon gesagt, dann könnte sich die ganze Geschichte beschleunigen, weil eben die Absicherungen fehlen, weil der Optimismus so gigantisch ist, und dann entsteht so ein Dominoeffekt. Wir haben dann Zahlen gehabt heute von Bank of America, ordentlich, und wir haben Zahlen gehabt von Goldman Sachs, nicht ordentlich, vor allem weil das Kerngeschäft eigentlich Handel mit Anleihen, Rohstoffen, Devisen wirklich miserabel war, neben den Abschreibungen, die man jetzt erst einmal einmalig für die US-Steuerreform vornehmen muss, zeigt das, dass im Grunde Goldman Sachs ganz schwach unterwegs ist. Klar, die US-Banken werden profitieren durch diese
Steuersenkung und durch das Klima, das damit geschaffen wird. Aber jetzt ist erst einmal die Luft raus. Die US-Banken sind ja schon sehr, sehr gut gelaufen. Und die Frage ist jetzt, wo nimmt die Wall Street eigentlich das nächste Motiv her? Und das nächste Motiv könnte sein, natürlich das Thema Infrastruktur. Man hört aus dem Weißen Haus, dass möglicherweise am 30. Januar Donald Trump dieses Programm, Infrastrukturprogramm verkünden will. Aber die Frage ist, reicht das jetzt, um die Korrektur zu unterbinden, um zu neuen Höchstwerten zu laufen? Oder ist das technisch schon fast unmöglich, weil eben alle schon drin sind und irgendwann dann die Käufer fehlen? Wir haben eine sehr starke, was die Konjunktur betrifft, US-Industrieproduktion gesehen. Da sind wir jetzt auf einem neuen Hochpunkt seit der Finanzkrise. Wir sehen den Optimismus im US-Immobilienmarkt runterkommen, NHB Hausmarktindex, von Höchstwerten allerdings runterkommen. Das waren so die konjunkturellen Daten. Und was macht der DAX? Naja, der geht ein bisschen, hat versucht sich ein bisschen zu erholen, aber so furchtbar weit ist er nicht gekommen. In der Summe war er nicht so wahnsinnig bewegt. Das wollen wir uns gleich mal anschauen und gucken, was der liebe DAX eben heute so veranstaltet hat. Wir sind jetzt aktuell bei 13.182 haben, und das ist vielleicht die Hoffnung für die Bullen, hier diese 13.130er Marke nochmal verteidigen können. Die sollte jetzt halten. Das war das gestrige Verlaufstief auf X-DAX-Basis. Und jetzt muss eben dieser Bereich halten, sonst droht dem DAX weiteres Ungemach. Wir haben ja jetzt am Sonntag dann den SPD-Parteitag, der die Aufnahme der Koalitionsverhandlungen beschließen muss, sonst wird es hier ungemütlich. Und dann sind ja nochmal die Mitglieder der SPD dran. Schauen wir uns den S&P 500 an, da sind wir bei 2790 Punkte, so muss es heißen. Okay, wir haben natürlich jetzt ein bisschen Strecke gemacht, wieder seit gestern, als wir im Tief bei 2767 waren, respektive heute Nacht im asiatischen Handel. Jetzt haben wir uns ein bisschen erholt, aber wir sehen, das ist so ein bisschen nervös, was da passiert. Da ist nicht so der unbedingte klare Wille da, sozusagen die absolute Überzeugung, das war nur ein kleiner Kratzer, jetzt geht es wieder nach oben. Mal schauen, wie es da weitergeht. Wir sehen den Dow, der sich hält in Sichtweite der 26.000er Marke, die ja gestern das erste Mal überboten wurde. Wir haben vor allem den Boeing heute stark, über 2% geht es da nach oben, und Boeing ist die am stärksten gewichtete Aktie im Dow Jones, weil sie weit über $300 kostet und der Dow Jones ja preisgewichtet ist. Insofern schlägt das ganz schön rein. Schauen wir uns den Nasdaq an, 6.771. Okay, hier ähnliches Muster. Wir sehen, dass hier ein ziemliches Auf und Ab ist, dass da eine gewisse Unsicherheit ist, eine gewisse Unentschlossenheit, in welche Richtung man jetzt laufen will. Wir haben, wenn wir jetzt zu den Devisen kommen, den Euro-Dollar aktuell bei 1,2227, also leichte Erholungstendenzen im asiatischen Handel seit dem asiatischen Handel. Wir haben ja heute im asiatischen Handel den Euro schon bei 1,2320 gesehen. Die EZB versucht ihr Bestes, den Euro wieder schwach zu reden. EZB-Vize Constantio hat heute gesagt, naja, eigentlich hat sich doch fundamental gar nichts geändert, warum steigt dann der Euro sinngemäß, und versuchte eben zu sagen, naja Leute, das wird doch nicht so schnell werden mit einer Änderung der Geldpolitik der EZB, aber so furchtbar viel hilft es nicht. Der Euro hat jetzt knapp unter der 1,22 einen Doppelboden gebildet, den muss er jetzt halten. Kurzer Blick auf den Dollar-Yen, 110,74. Wir sehen Gold weitgehend unverändert, 1335. Silber über der 17er Marke, Öl leicht schwächer, aber auch nicht wirklich viel. Und wenn wir zu Aktien kommen, sehen wir eine Volkswagen, die zwar einen Absatzrekord 2017 erreicht hat, aber gleichwohl fällt die Aktie trotzdem. Okay, wir waren jetzt kürzlich auf dem höchsten Stand, die Vorzugsaktien zumindest seit dem Jahr 2015. Da sind wahrscheinlich einfach Gewinnmitnahmen am Start. Und wir haben hier ziemlich desaströs Goldman Sachs, offenkundig jetzt im Chart mit einer Top-Formation bei 262 Dollar. Wirklich miserabel in jeder Hinsicht. Der Glanz von Goldman Sachs, der ist ziemlich verglüht, muss man sagen. Das waren ja eigentlich die Platzhirsche, das war sozusagen das wirkliche Smart Money, die Jungs, die wirklich Bescheid wussten, was die Märkte machen, und vielleicht noch ein bisschen mehr Bescheid wussten, weil einige ihrer Ex-Firmenmitglieder eben an zentralen Schaltstellen
in Politik und Wirtschaft sitzen. Wir haben dann noch abschließend General Electric, geht weiter nach unten. Gestern ja schon möglicherweise einer der Gründe dafür, dass es gestern diese Umkehrformation an den US-Märkten gab, war, dass hier eine große Steuernachzahlung von fast 7 Milliarden Dollar fällig wird. Jetzt ist das große Thema an der Wall Street, ja, es wird um eine Aufspaltung oder General Electric, dieser Konzern, der praktisch so eine Art Siemens hoch 2 ist, der wird um eine Aufspaltung nicht herumkommen. Und jetzt stellt man sich die Frage, ja, was sind denn die einzelnen Teile wert und sind die mehr wert als General Electric jetzt sozusagen als Einheit derzeit der Fall ist? Und offenkundig hat man da Zweifel, dass das Ganze wirklich mehr wert ist. Schauen wir uns abschließend nochmal den DAX an, was wird da kommen, was wird da passieren. Ist noch ein ziemlich uneindeutiger Chart. Wir haben heute jedenfalls den Befreiungsschlag verpasst. Das gilt sowohl für den DAX als auch für die Wall Street. Und nach wie vor scheint mir derzeit erstmal die Luft nach oben sehr, sehr dünn zu sein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann eine Wiederaufnahme der gestern angedeuteten Korrektur sehen, relativ hoch. Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderschönen Abend Ihnen und sage Tschüss, bis morgen. Ciao.